Ja, mein Schatz, ich hab dich nicht vergessen. Hier ist deine Milch. Und hier habe ich was Feines, das wird dir schmecken. Oh, Mama mag die grässliche Blutwurst ja nicht. Hier. Ist das gut? Warte, hier ist noch ein großes Stück. Na nun. Wie kommen Sie denn hier rein? Was wollen Sie? Um diese Zeit? Ah! Wacker, wacker, mein lieber Edge. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Denken Sie immer daran, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und nichts ist besser für den Körper als ein bisschen Gymnastik. Das sehen Sie an mir. Zu schade, dass Sie sich die Hand verstaucht haben, Professor. Zu zweit ginge das viel leichter. Natürlich, natürlich. Eine wunderbare Erfindung, eine solche Draisine. Man kann ihn direkt spüren, den schöpferischen menschlichen Geist bei der Arbeit. Wie er brütet über dem Problem der Fortbewegung aus eigener Kraft und sich die geniale Idee über ihn senkt, sich die Trägheit zunutze zu machen. Unglaublich. Ich hoffe nur, dass uns kein Zug entgegenkommt. Sie haben doch gehört, dass der Zugverkehr unterbrochen ist. In beide Richtungen für unbestimmte Zeit. Ja, schon, aber ich... Na also, es geht bergab. Oh, ja, sehr schön. Sehr angenehm. Bremsen! Bremsen, Sie müssen bremsen, Hedge, sonst entgleisen wir. Ja, wie denn? Das Rad, drehen Sie das Rad. Ja! Da kommt eine Kurve. Ja, und dahinter steht ein Mann mit einer roten Fahne und winkt. Warum winkt er uns? Weil da die Schienen zu Ende sind. Ach, herrje! Das hätte ins Auge gehen können, Gentlemen. Hat man Ihnen nicht gesagt, dass die Strecke gesperrt ist? Wegen eines Erdrutsches? 10 Mann sind dabei, die Gleise wieder freizuschaufeln. Können Sie schon absehen, wie lange es dauern wird? Ein paar Tage auf jeden Fall. Der halbe Hügel kam runter. Von hier aus kommen Sie nirgendwo mehr hin. Tja, und was machen wir jetzt, Professor? Da es unsere Kapazität etwas übersteigen dürfte, zu Fuß Richtung London weiterzureisen, wir zudem seit unserem letzten Fall ohnehin keinen Moment zur Ruhe gekommen sind, sollten wir uns vielleicht unserem Schicksal ergeben und die erzwungene Reiseunterbrechung zu einer kleinen Erholungspause in frischer englischer Landluft nutzen. Oh, gute Idee. Mir tut ohnehin schon jeder einzelne Muskel weh. Guter Mann. Ist Ihnen bekannt, wie weit es bis zur nächsten Ansiedlung ist und ob sich dort wohl eine Übernachtungsmöglichkeit bietet? Und falls ja, könnten Sie uns wohl bitte die Richtung dorthin weisen? Also das nächste Dorf ist Little Etzedem, etwa 3 Meilen von hier querfeldein. Da drüben sehen Sie den Kirchturm. Am Dorf Anger gibt es ein Pub, das Hangman's Inn. Die vermieten Bed and Breakfast. Wohlan, mein lieber Hedge. Sie sind so nett und nehmen das Gepäck. Was? Oh, natürlich, Professor. Tatsächlich waren wir seit unserer Ankunft in Europa kaum einmal zur Ruhe gekommen. Auch auf der Weltreise, die uns in jenem Frühsommer des Jahres 1903 in die idyllische englische Provinz geführt hatte, schien Professor Van Dusen die mysteriösen Fälle geradezu anzuziehen. Wie zuletzt den der verschwundenen herzoglichen Prachtsau und des wahnsinnigen Reibekuchenvergifters von Cardiff. Insofern war ich keineswegs unglücklich, dass wir aufgrund der Unterbrechung des Zugverkehrs einige Tage im schönen Wales festsaßen. Van Dusen? Ah, mein Herr sind Holländer, ja? Ja, ein nettes Völkchen. Und ihr Käse, sag ich immer zu meiner Frau. Fast so gut wie unsere. Kennen Sie unseren Tyree und unseren Carvery?
Warten Sie, ich schneide Ihnen ein Stückchen ab. Da werden Ihnen die Augen übergehen. Wir sind keineswegs Holländer, guter Freund. Mein Begleiter, Mr. Hutchinson Hedge, und meine Wenigkeit stammen aus New York. Und wir sind zurzeit auf Reisen in Europa. Hier, probieren Sie. Da hat man ein wahres Stück Wales im Mund. Das ist Professor Van Dusen. Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen. Der weltberühmte Kriminologe. Schon gut, Hedge. Dieser Ort liegt nahezu außerhalb der menschlichen Zivilisation. Da ist sowas zu verstehen. Wie bitte? Kriminalist. Ermittler. Detektiv. Oh, ein Detektiv. Wie in den Geschichten von Mr. Wilson. Mr. Wilson? Mr. Brian Edgar Wilson. Den Schriftsteller, meine ich. Also, um ehrlich zu sein... Ich bitte Sie, Mr. Wilson. Ach, den müssen Sie doch kennen. Er lebt hier in unserer Grafschaft. Der Ruhm dieses Poeten scheint mir eher regionaler Natur zu sein, Hedge. Ein Detektiv. Das muss ich gleich meiner Frau erzählen. Sie ist so ein großer Bewunderer von Mr. Wilson. Emma! Warten Sie! Emma! Stell dir vor, hier ist ein holländischer Detektiv. Ein Detektiv! Wie Lord Montague bei Mr. Wilson. Oh, der Käse riecht fürchterlich. Wir mieteten uns ein im Hangman's Inn in Itstadam, das gute 50 Meilen westlich von Shrewsbury inmitten schimmernder grüner Hügel lag. Der Wirt hieß Angus Liamore. Die walisische Gastfreundschaft war so herzlich wie die Neugier der Dorfbevölkerung. Die Hühner verirrten sich zuweilen in die Gästebetten. Verschwinde, du lästiges Federvieh! Ich bevorzuge die Daunen innerhalb der Kissen. Und das einheimische Essen hielt immer wieder eine Überraschung für uns bereit. Oha! Sie haben schwarzen Pudding bestellt, Hedge. Eine doppelte Portion. Und das zum Frühstück. Ja, ich dachte, das sei Pudding mit extra viel Schokolade. Aber das hier ist Blutwurst. Unsere Spezialität. Sind Minenherren mit Ihrem Frühstück zufrieden? Möchten Sie noch mehr weiche Möhren zu Ihrem Grießbrei? Nein, danke. Alles ganz vorzüglich. Bedankt, bedankt. Verdammt nochmal, wir sind keine Holländer. Mäßigen Sie sich, Hedge. Genießen Sie die Erholung. Emma, noch mehr gesottene Möhren für die Detektive. Schöne Erholung, Professor. Alle Leute hier im Pub starren uns an. Und sogar von draußen stieren sie durch die Fenster und lachen uns aus. Sie lächeln uns an, Hedge. Seien Sie nett und lächeln Sie zurück. Also, mir ist das sehr unangenehm. So ist es, wenn man prominent ist, geschätzter Hedge. Sie werden sich daran gewöhnen. Die junge Dame dort an der Tür scheinen wir auch sehr zu interessieren. Sie wirft uns immer wieder neugierige Blicke zu. Wo? Wer? Na, die junge Dame in dem Dienstmädchenkleid. Oh ja. Oh, sehr hübsch. Das Stupsnäschen. Und... Nun geht sie wieder. Wie schade. Laufen Sie ihr nach, Hedge. Holen Sie sie zurück. Schnell. Ja, gern. Aber warum? Ich bitte Sie, Hedge. Das Mädchen hat uns als einzige hier nicht angelächelt. Sie hat geweint. Nun setzen Sie sich erst einmal. Sie sind ja ganz aufgelöst. Nein, nein, ich möchte Sie nicht belästigen. Ich hätte gar nicht herkommen sollen. Bleiben Sie doch. Bitte, setzen Sie sich. Na gut. Dankeschön. Mr. Liamore, einen Tee für die junge Dame. Sofort, Minerva. Der Tee wird Ihnen gut tun. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber als ich gehört habe, dass hier im Hangman's Inn zwei holländische Detektive wohnen sollen... Also, wir sind eigentlich aus New York. Ah. Das ist Professor Van Dusen, der berühmte Amateurkriminologe. Habe die Ehre, gnädiges Fräulein. Oh, Duse. Wie Eleonora Duse? Nicht ganz. Der Professor hat schon Dutzende von kniffligen Fällen gelöst. Ja, und ich bin Hutchinson Hedge, sein Assistent und Chronist. Oh, Sie reden so gescheit. Und Sie sind beide so nett. Erröten Sie nicht, Hedge. Ganz anders als die Polizisten aus Drenewit. Die waren so schroff und haben mich ausgelacht. Wollen Sie uns nicht verraten, was passiert ist, Miss... Janie. Janie Marble. Ich war Hausmädchen bei Lady Agatha. Ich bin vielleicht nur ein dummes Ding, Mr. Duse, aber das mit dem Colonel, das kann einfach nicht sein. Welchem Colonel? Na, Colonel Montgomery. Dein Tee, Janie.
Danke, Mr. Learmore. Was war denn mit Colonel Montgomery? Sie soll ihn mitgenommen haben. Das kann ich mir nicht denken. Sie hat ihn abgöttisch geliebt. Wer hat den Colonel mitgenommen? Lady Agatha. Aha. Und wohin mitgenommen? Na, in den Tod. Die Kommunikation mit der jungen Dame gestaltet sich höchst unstringent, Hedge. Ja, und man kann kaum folgen. Bitte erzählen Sie von Anfang an. Ihre Lady ist also in den Tod gegangen? Niemals. Aber eben meinten Sie... Die sagen, sie hat das Gas aufgedreht, um sich das Leben zu nehmen. Aber der Colonel war mit im Zimmer. Und er ist ebenfalls erstickt? Das hätte sie nie getan. Sie hat ihn... abgöttisch geliebt, Sie sagten es. Erzählst du wieder die Geschichte von dem Vieh, Janie? Du weißt ganz genau, dass Mr. Wilson schon gedroht hat. Langsam verstehe ich. Er war es bestimmt. Wer denn sonst? Das ist Verleumdung, Janie. Hör lieber auf mit diesem Unsinn. Hören Sie nicht auf das Gerede, mein Herr. Die Alte hat da einfach nicht mehr alle Sparren im Gebälk. Das ganze Gewese um den Stubentiger. Ich muss jetzt hier raus. Das höre ich mir nicht an. Wir begleiten Sie ein Stück. Hedge? Ja, gern. Sie haben Ihren Grießbrei gar nicht gegessen, mein Herr. Bitte, also... Stellen Sie ihn mir warm. Miss Janie? Einfach Janie, Mr. Dusseseur. Gehen wir doch ein Stück spazieren. Hier über den Dorfanger. Die Leute starren uns immer noch alle nach. Lächeln Sie sie an, Hedge. Immer lächeln. Erzählen Sie uns von Colonel Montgomery, Janie. Er machte schwarzen Pudding. Oh, Blutwurst. Sie kennen sich gut aus bei uns in Wales. Na ja. Lady Agatha aß keine Blutwurst. Aber der Colonel bekam immer eine große Portion. Das war vielleicht ein Geschmatze und Geschnurre. Wann hat sich Ihre Lady... Ich meine, wann ist sie ums Leben gekommen, Janie? Letzten Freitag. Sie war allein im Haus. Und sie hat sich nicht das Leben genommen. Das war er, sage ich. Dieser Lump, dieser Nichtsnutz. Der Colonel? Hedge. Inzwischen sollte sogar Ihnen aufgegangen sein, dass der Colonel eine Katze war. So ein liebes Tier. Sie hatte ihm nie etwas angetan. Er war ihr ein und alles. Also Sie vermuten hinter dem vermeintlichen Suizid der Lady die böswillige Tat eines Dritten? Wie bitte? Sie glauben, jemand hat sie umgebracht? Danke, Hedge. Dieser Nichtsnutz. Er hat sie nur ausgenutzt und mit Weibsvolk betrogen. Der ist hinter jedem Rock her. Dabei ist er auch nicht mehr der Jüngste. Lady Agatha hatte endgültig genug von ihm. Von wem sprechen wir? Na, von ihrem Mann? Mr. Wilson. Aber sie wollte sich scheiden lassen. Aus dem Haus geworfen hatte sie ihn schon. Er hat jetzt eine Wohnung in Drenewid, nahe dem Theater. Er verbringt seine Zeit damit, sich Geschichten auszudenken. Geschichten über Mord und Totschlag. Na, das ist doch kein Zufall. Wer sich sowas Schreckliches ausdenken kann, der macht das auch irgendwann. Ist das am Ende Mr. Brian Edgar Wilson, der Schriftsteller? Ach, Sie kennen ihn. Naja, wir haben von ihm gehört. Sie sind wirklich sehr gescheit. Und Sie sehen sehr gut aus. Ach, hier, bitte Sie. Viele Leute sehen sich das gerne an. Auf der Bühne in Drenewid. Sie sagen, man spielt den jetzt auch schon in Cardiff und Liverpool. Ich war auch einmal dabei. Aber ich habe mich so geschämt. Sie waren dort, um sich ein Stück von ihm anzusehen? Och, wenn es nur das gewesen wäre. Er hat mich überredet. Ich hätte so eine starke, sympathische Ausstrahlung, sagte er. Die haben Sie wirklich. Dankeschön, das ist sehr nett. Nun ja, ich... Aber ich musste so ordinäre Dinge sagen. Sie haben mitgespielt? Ich muss jetzt zurück, Mr. Duse. Mrs. Hudson wird fuchsteufelswild, wenn die Küche mittags noch nicht spiegelsauber ist. Wohin? Wo finden wir sie? Fairfax Abbey, 8 Meilen Richtung Drenewid. Ich muss jetzt wirklich laufen. Sehen Sie ihr nicht so verliebt nach, Hedge. Also ich weiß nicht, Professor. Ich habe nur die Hälfte verstanden von dem, was sie erzählt hat. Wirklich so viel? Na, zumindest, dass ihre Lady letzten Freitag das Gas aufgedreht hat. Nun, genau das hat wohl nicht sie getan, sondern jemand anders. Als besagte Lady schon tot war, wenn die gute Janie mit ihrem Verdacht recht hat. Und glauben Sie daran? Die junge Dame scheint sehr davon überzeugt. Und noch hat sie uns keinen Grund gegeben, das, was sie sagt, in Zweifel zu ziehen.
Auch wenn Mr. Liamore und wohl auch die örtliche Polizei, die das Ableben der Lady untersucht hat, abweichender Meinung zu sein scheinen. Wir wollen damit beginnen, einige Hintergrundinformationen einzuholen, Hedge. Tja, und woher bekommen wir die? Aus der sichersten Quelle, aus der man derlei Informationen schöpfen kann. Sie nennt sich Dorftratsch. Und das wird in diesem seltsamen Land hier nicht anders als anderswo auf der Welt sein. Also kommen Sie, bevor Ihr Grießbrei kalt wird. Was? Oh, oh. Und danach besuchen wir den hiesigen Bestattungsunternehmer und lassen uns einige seiner Särge zeigen. Für den Fall des Falles. Welches Falles? Unseres Ablebens natürlich. Hä? Von den Liamores, dem Wirtsehepaar, erfuhren wir, dass Lady Agatha tatsächlich am letzten Sonnabend tot in ihrem Kaminzimmer aufgefunden worden und der Hahn der Gasheizung noch voll aufgedreht war. Die Constable aus Newtown Drenewit untersuchten den Fall und legten ihn als eindeutigen Selbstmord zu den Akten. Ein Wunder, dass das Haus nicht in die Luft geflogen ist, mein Herr, wenn die ganze Nacht das Gas ausgeströmt ist. Die arme Mrs. Hudson. Das ist die alte Köchin der Lady, hat fast selbst die Besinnung verloren, als sie den Raum morgens betreten hat. Stimmt es denn, dass die Lady den Freitagabend ganz allein im Haus verbracht hat? Hörst du immer? Er stellt Fragen wie Lord Montagu. Ein echter Detektiv eben. Mrs. Hudson war ihre Schwester in Llanfilly besuchen und das Mädchen hatte wohl auch Ausgang. Sonst gibt es kein Personal mehr. Ja, sie musste viele entlassen. Meine Emma hat auch auf Fairfax Abbey gearbeitet. Als Küchenhilfe. Ich kannte Mr. Wilson noch aus Glasgow, nicht? Völliger Unsinn von der Kleinen, diesen Unsinn über ihn in die Welt zu setzen. Das ist ein Gentleman durch und durch. Er hat nur Gutes für die Gemeinde getan, seit er seinerzeit aus Glasgow gekommen ist. Die Renovierung der Kirche, die Aufforstung des Gemeindewaldes, fast wie ein echter Lord. Sie passten so gut zueinander. Lady Agatha war so einsam, seit der Lord, ihr erster Mann, damals verstorben ist. Lord Montagu. Lord Fotheringay. Und auch Mr. Wilson hatte kurz zuvor seine Frau verloren. Und wer ist Lord Montagu? Halten Sie ihn fest, Inspektor. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Der Butler war es? John Hawkes, der uneheliche Sohn des früheren, der Schwangerschaft wegen verstoßenen Hausmädchens, der sich als angeblicher Butler eingeschlichen hat, in Wahrheit aber nur ein verkrachter Schauspieler ist. Er hatte von Anfang an meinen Verdacht erregt, als er mir den Sherry von links servierte. Nein! Ein solch eklatanter Fehler unterläuft keinem echten Butler. Den Sherry von links! Alle Achtung, Lord Montagu! Ihnen entgeht auch gar nichts. Und wieder ist ein Verbrechen aufgeklärt und der Gerechtigkeit Genüge getan. Der Henker erwartet Sie, John Hawkes. Oh, und deswegen sind wir hierher gefahren? In dieser klapprigen Kiste? Ich finde es sehr nett von Mr. Liamore, dass er uns sein Automobil zur Verfügung gestellt hat. Und immerhin haben wir jetzt auch den reizenden Lord Montagu kennengelernt. Tja, ein Detektiv in einem Kriminalstück. Und nun hoffe ich nur noch, seinem Schöpfer bald gegenüberzustehen. Um Himmels Willen, Professor! Seinem Schöpfer, Hedge, nicht dem unsrigen. Ach so, oh ja, ich dachte schon. Ich spreche von Mr. Brian Edgar Wilson. Und ich möchte Sie bitten, diese Nachricht mit meiner Karte hier an der Theaterkasse abzugeben. Ich drücke ihm darin unsere Begeisterung für sein kriminalistisches Genie aus. Unsere Begeisterung? Also wirklich, Professor, ich kann nicht behaupten, und dass... Und ich erwähne beiläufig, dass wir auf der Durchreise hier im Hotel in Newtown Drenewit weilen. Ich denke, er wird sich melden. Ja, und was sollen wir hier so lange machen? Nun, ich gedenke mir so viel wie möglich aus der Feder von Mr. Wilson zum Lesen zu besorgen. Hm. Sie können sich derweil bei der hiesigen Polizei erkundigen, welcher Konstabler für die Ermittlung im Fall von Lady Agatha verantwortlich zeichnet. Wir hatten eine holprige Fahrt von Itzadame nach Newtown Drenewit über alte Landstraßen hinter uns, um uns Schatten der Vergangenheit anzusehen. Das bisher letzte Stück von Brian Edgar Wilson, aufgeführt von der von ihm selbst gegründeten Wilson Welch Theater Group.
Professor Van Dusen schien auf mir zunächst unerklärliche Weise fasziniert von dem Stück und seinem Autor, dessen Frau ja kürzlich das Zeitliche gesegnet hatte. Zuständig für die Ermittlungen im Fall ihres Selbstmordes war Superintendent Foxhiller, den wir am nächsten Morgen aufsuchten. Der Coroner hat sich, wie Sie wissen, die Aussagen sämtlicher Zeugen angehört und auf Selbstmord befunden. Lady Agatha hat offensichtlich den Freitod gewählt, weil man eine schwere Krankheit bei ihr diagnostiziert hatte. Ein entsprechender Abschiedsbrief wurde in ihren Papieren gefunden. Kein Anlass also, ein Verbrechen zu vermuten, Mister. Van Dusen, Professor, Doktor. Schon gut, Hedge. Wir sind Gäste in diesem Land und müssen Gepflogenheiten und Manieren akzeptieren, so ungehobelt sie auch sein mögen. Nun, ich bitte um Verzeihung, ich möchte weder Sie beleidigen noch die Kollegen der New Yorker Polizei, aber wenn die Beamten dort auf die Hilfe eines Amateurdetektivs angewiesen sind, so ist das deren Sache, die Polizei seiner Majestät. Dies versichere ich Ihnen, die hat es nicht nötig. Unglaublich. Zweifellos nicht. Da wir aber von einer verzweifelten jungen Frau um Hilfe gebeten wurden, empfinden wir es als unsere Verpflichtung, dieser Bitte so weit nachzukommen, wie es in unseren Kräften steht, was, wie ich annehme, im Land der Gentlemen sicherlich als Selbstverständlichkeit gelten dürfte. Da sind wir wohl einer Meinung, Sir. Sie wissen natürlich, dass ich Ihnen gegenüber nicht auskunftspflichtig bin. Natürlich. Aber um zu verhindern, dass Sie noch mehr Unruhe in die Bevölkerung von Istedame bringen, als es dieses dahergelaufene hysterische Dienstmädchen schon getan hat, kann ich Ihnen mitteilen, dass die Leiche der besagten Lady Agatha selbstverständlich genau untersucht wurde. Und? Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die alte Dame ist ohne jeden Zweifel erstickt. Das Gas war aufgedreht. Fand eine Obduktion statt? Das war zum Glück vermeidbar. Wir wollten den Trauergästen ja nicht den Anblick einer zerschnittenen und notdürftig wieder zusammengeflickten Verblichenen zumuten, wenn sie sich am Donnerstag zur Beisetzung einfinden. Ich verstehe. Und gewiss wird der Bestatter sich aller Fähigkeiten seiner Zunft bedienen, um den Angehörigen bei der Aufbahrung eine präsentable Verstorbene vorlegen zu können. Mr. Cushing gehört zu den Koryphäen seines Berufes. Da bin ich sicher. Verzeihen Sie meine Vermessenheit, Superintendent, aber ich frage mich, ob es wohl möglich wäre, einen Blick auf den von Ihnen erwähnten Abschiedsbrief zu werfen. Wenn es sein muss, hier ist er. Verbindlichsten Dank. Oh, sehr eindrucksvoll. Diese kühn geschwungenen Konsonanten. Ich nehme an, die Urheberschaft Lady Agathas wurde zweifellos festgestellt. Mr. Wilson hat die Schrift eindeutig als diejenige seiner Frau erkannt. Sehr hilfreich. Und wurden, wenn ich mir eine letzte Frage erlauben darf, auch die Fingerabdrücke der Lady auf diesem Brief und oder auf dem Gashahn gefunden? Fingerabdrücke? Nein, mit solchen Kinkerlitzchen gibt sich die Polizei von Montgomery Shire nicht ab. Also, das gibt's doch gar nicht. Danke. Es hätte mich auch sehr überrascht. Trotz der beispiellosen Ignoranz, die der Landpolizist an den Tag gelegt hatte, schien der Professor seltsam zufrieden. Seine Miene hellte sich sogar noch mehr auf, als wir ins Hotel zurückkehrten, denn dort wartete bereits eine Nachricht auf uns. Lieber Professor, ergebensten Dank für Ihre Mitteilung und Ihre so freundliche Beurteilung meiner Arbeit, der ich umso größeres Gewicht beimesse, da sie von einem der bedeutendsten Kriminalisten dieser Welt stammt. Sie, lieber Professor, würden meine Freude noch vergrößern, wenn Sie mir die Ehre eines persönlichen Besuchs erweisen würden. Ich erwarte Sie und Ihren Assistenten, Mr. Hedge, heute zum Tee und Port in meiner Wohnung in der 7th Street und hoffe auf ein anregendes Gespräch unter Kollegen. Ihr Freund und Bewunderer, Brian E. Wilson. Ich kann Ihnen gar nicht oft genug sagen, welche Freude Sie mir damit bereitet haben, meine Herren, meine Einladung anzunehmen. Ich beziehe den Daily New Yorker per Postschiff schon seit meiner Zeit in Glasgow und habe alles über Ihre Fälle gelesen. Sie sind ein sehr präziser Beobachter mit einer ausgezeichneten Formulierungsgabe, Mr. Hedge. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für anmaßend, wenn ich mir erlaube, Sie beide gewissermaßen als Kollegen zu betrachten. Natürlich beschäftige ich mich nur mit fiktiven Verbrechen, während Sie wahrhaftige Untäter zur Strecke bringen.
Aber meiner Ansicht nach besteht die Aufgabe eines Kriminalautors darin, gleichsam die Pulsader der Zeit zu fühlen und ihren Schlag seinem Publikum zu vermitteln. Und das größte Schrecknis unserer Zeit, das, wie ich zu prophezeien wage, das wahre Schrecknis des 20. Jahrhunderts sein wird, ist das Verbrechen. Eine ebenso stichhaltige wie besorgniserregende Theorie, Mr. Wilson. Mr. Hedge und mir fiel auch sofort auf, welche profunden Kenntnisse Sie sich über moderne Ermittlungsmethoden angeeignet haben. Zu viel der Ehre. Keineswegs. So kann etwa in Ihrem Roman Rache eines Toten ein vorgetäuschter Selbstmord anhand fehlender Schmauchspuren auf der Hand der Leiche als Mord erkannt und die wahre Identität des Mörders in Schatten der Vergangenheit anhand seiner Fingerabdrücke enthüllt werden. Seit 2 Jahren schon ist die Daktyloskopie offizielles Identifizierungsmittel der britischen Polizei. Und doch wird sie von manchen rückständigen Landpolizisten noch immer als eine Art Voodoo betrachtet. Genau. Wir hatten gerade heute und... Oh. Pardon! Nun habe ich Sie versehentlich mit Wein bekleckert, Hedge. Wie unachtsam von mir. James, ein neues Glas für den Professor. Für Sie auch noch ein Glas Port, Mr. Hedge? Ja, gern. Besten Dank, aber wir haben noch eine anstrengende Fahrt zurück nach Itzterdam vor uns. Ach, ja, richtig. Sie wohnen in Itzterdam? Ich war der Ansicht, Sie seien auf der Durchreise. Um ein paar Tage erholsame Landluft zu genießen. Wir sind dort abgestiegen, im Hangman's Inn. Dann haben Sie sicher gehört, dass meine Frau vor kurzem verstorben ist. Sie hat dort gewohnt. Ganz Itzterdam redet von nichts anderem. Unser herzliches Beileid. Dann verzeihen Sie uns bitte, dass wir Sie hier in Ihrem Schmerz behelligen. Meine Frau und ich haben uns schon länger nicht mehr verstanden. Ich bin schon vor Monaten ausgezogen und sie hat sich einen Liebhaber genommen. Nun geht sogar das Gerücht um, ich hätte sie umgebracht. Oh, unfassbar. Wer setzt denn so etwas in die Welt? Ein Dienstmädchen, ich kenne sie flüchtig. Zum Glück konnte ich nachweisen, dass ich am Abend von Agathas Tod fast 50 Meilen entfernt war. Ich hielt einen Vortrag vor großem Publikum in Shrewsbury. Sie haben also, wie man in unserer Branche sagen würde, ein hieb- und stichfestes Alibi. So kann man sagen. Ich habe über den perfekten Mord referiert. Ein Thema, das mich seit jeher fasziniert. In der Tat, ein interessantes Thema. Ach, es muss fantastisch sein, sich all das ausdenken zu können. Es ist eine Qual, Mr. Hedge. Eine Qual, die ich niemandem wünsche. Aber wenn es Sie wirklich interessiert, wir beginnen diese Woche mit den Proben für mein neuestes Stück. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Sagen wir übermorgen Nachmittag? Wir kommen Ihrer Einladung sehr gerne nach. Also auf mich hat er einen überzeugenden Eindruck gemacht. Er ist zweifellos sehr charmant und es fällt ihm offensichtlich leicht, andere für sich einzunehmen. Könnten Sie sich wohl bemühen, etwas weniger zu hoppeln, Hedge? Wie Sie sehen, versuche ich zu lesen, während wir uns unterhalten und verrutsche jedes Mal in der Zeile. Ja, ich tue mein Möglichstes, Professor. Wenn Sie den Schalthebel suchen, der ist auf der anderen Seite. Dieser Linksverkehr, das macht mich noch verrückt. Sehr interessant, dieser erste Roman von Mr. Wilson, den er mir freundlicherweise zum Abschied geschenkt hat. Es geht um einen wahnsinnigen Maler, der versucht, das perfekte Kunstwerk zu erschaffen. Er glaubt, seinen Gemälden erst Leben einhauchen zu können, wenn er jungen Frauen, die ihm dafür Modell stehen, das Leben nimmt. Tja, ziemlich morbide, würde ich sagen. Es ist metaphorisch zu verstehen, lieber Hedge. Warum werden wir plötzlich so langsam? Na, damit Sie in Ruhe lesen können. Nein, nein, nicht! Geben Sie Gas! Wir müssen schnellstens zurück nach Itzterdam. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Wofür zu spät? Ich bitte Sie, Hedge. Manchmal sind Sie wirklich begriffsstutzig. Also? Sie haben doch mit eigenen Ohren gehört, was der Superintendent heute Morgen erzählt hat. Der Leichnam von Lady Agatha ist inzwischen zur Beerdigung freigegeben worden und soll übermorgen beigesetzt werden. Ja, und? Und wie wir ebenfalls gehört haben, soll er zuvor aufgebahrt werden und befindet sich zum Zweck der Einbalsamierung im Leichenkeller von Cushing & Lee, den öffentlichen Bestattungsunternehmen. Spätestens morgen werden Sie mit der Einbalsamierung beginnen. Uns bleibt also nur noch diese Nacht, um die Tote zu untersuchen. Ja, glauben Sie denn, man wird uns einfach so Zugang gewähren? Nein, das glaube ich nicht, Hedge. Und ich würde auch dringend davon abraten, unseren Wunsch gegenüber irgendjemandem kundzutun. Hier entlang, Professor, glaube ich. Was haben Sie vor, Hedge? Warum klettern Sie auf den Fenstersims?
Naja, ich dachte, ich steige durch das Oberlicht ein und versuche dann, das Fenster von innen zu öffnen. Tun Sie sich keinen Zwang an, aber ich gedenke, den Nachschlüssel zu benutzen, den ich gestern in Newtown anfertigen ließ. Aber wie, woher? Lieber Hedge, glauben Sie, ich hätte aus purem Vergnügen eine Stunde meines Lebens damit verbracht, mir von Mr. Cushing seine edelsten Särge für meine eigene Bestattung vorführen zu lassen? Ich konnte glücklicherweise seine Unachtsamkeit nutzen, um einen Wachsabdruck seines Haustürschlüssels herzustellen. Ach, ich verstehe. Die Treppe dort führt in den Leichenkeller. Meinen Sie, man wird uns in den Tower werfen, wenn man uns hier erwischt? Nun, auf jeden Fall möchte ich ungern in die Verlegenheit geraten, Superintendent Foxhiller, unsere nächtliche Anwesenheit hier erklären zu müssen. Psst, nicht so laut! Die Leiche dort, sie hat sich bewegt. Das kommt durch die Gase, die sich nach dem Tod im Körper bilden. Ein völlig natürlicher Vorgang. Ich bitte Sie, Hedge, Sie führen sich auf wie eine Jungfrau. Verzeihung. Kommen Sie. Hier drüben liegt Lady Agatha. Der Coroner hatte recht. Es sind keine Zeichen äußerer Gewalteinwirkung festzustellen. Sie ist so blau. Oder kommt das durch das blaue Blut? Nein. Die Verfärbung der Haut deutet tatsächlich eindeutig auf Ersticken hin. Ach, dann war es doch Selbstmord. Was wollen Sie mit der Pinzette, Professor? Ich untersuche Ihren Rachenraum. Würden Sie bitte mal diese Papiertüte halten? Öffnen bitte. Ach so, ja. Was ist das? Was sind das für schwarze Krümel? Das müssten Sie doch erkennen, Hedge. Sie hatten sich eine doppelte Portion zum Frühstück bestellt. Schwarzer Pudding. Ihr letztes Abendmahl vermutlich. Sie verabscheute schwarzen Pudding, wie Sie sich sicher erinnern werden. Die Blutwurst war immer für den Kater bestimmt. Aber das heißt... Jemand könnte ihr die Wurst auf Mund und Nase gedrückt haben, um sie damit zu ersticken. Und hat die Tatwaffe danach vermutlich an die Katze verfüttert. Fairfax Abbey, das, wie Janie uns erzählt hatte, einige Meilen außerhalb von It's the Dame lag, war ein beeindruckender alter Kasten inmitten weiter Ländereien. Leider hatte das Herrenhaus, das sich schon seit Generationen im Besitz von Lady Agathas Familie befand, schon bessere Tage gesehen. Wir lernten Mrs. Hudson, die freundliche alte Köchin, kennen. Sie müssen unbedingt meinen schwarzen Pudding probieren. Selbstgemacht, meine Spezialität. Es sieht ganz vorzüglich aus, Mrs. Hudson. Leider haben wir gerade heute so ausgiebig gefrühstückt, dass wir unmöglich Sie verstehen. Leider, ja. Wie schade. Dann ein andermal. Absolut. Die arme Lady Agatha. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie so aus dem Leben gegangen ist. Das war Mr. Wilson. Und die beiden Gentlemen werden dafür sorgen, dass er dafür bestraft wird. Das sind berühmte Detektive aus Holland. Ausländer? Na, ich weiß nicht. Eigentlich, Sie verstehen ganz gut Englisch. Also... Bitte, Janie, du irrst dich bestimmt. Der arme Mr. Wilson ist doch eine Seele von Mensch. Ich kenne ihn seit Jahren. Ach, Mrs. Hudson war schon immer in ihn vernarrt. Sie hat ihn von vorn bis hinten bemuttert, als er noch hier gewohnt hat. Sieh an. Er konnte bestimmt nichts dafür. Er hat Lady Agatha vergöttert. Aber er hat sich immer so hineingesteigert in seine Arbeit. Wenn er an einem neuen Buch geschrieben hat, hat er oft tagelang gar nichts gegessen. Und ich habe gehört, wie er nachts in seinem Zimmer auf und ab ging. Er hat gestöhnt und geseufzt. So etwas hält die beste Ehe nicht aus. Er hat sie betrogen. Mit verlotterten Frauenzimmern. Er gehört an den Galgen. Unsinn. Dem armen Mann ist wirklich kein Glück im Leben vergönnt. Nun stirbt ihm schon die zweite weg. Könnten Sie diese nicht unwesentliche Information präzisieren? Wie bitte? Na, was genau meinen Sie mit schon die zweite? Seine erste Frau hat er auch schon auf so tragische Weise verloren. Ein Unfall, glaube ich, vor 12 Jahren in Glasgow, kurz vor seinem ersten großen Erfolg. Es hat ihm das Herz gebrochen, dass er das nicht mehr miterleben konnte. Oh,
Das ist tragisch. Mrs. Hudson, hätten Sie wohl die Güte, uns das Zimmer zu zeigen, in dem Lady Agatha der gewaltsame Tod ereilte? Natürlich. Bitte folgen Sie mir. Hier ist es also passiert. Ja, hier im Kaminzimmer. Sie hat die meiste Zeit hier verbracht. Mrs. Hudson hatte ihr noch das Essen für den Abend vorbereitet und ist dann über Nacht zu ihrer Schwester gefahren. Und ich habe eine Freundin besucht. Hätten wir sie nur nicht allein gelassen. Ist ja gut, Janie. Es ist nicht Ihre Schuld. Danke. Sie sind sehr nett, Mr. Hedge. Nein, es ist seine Schuld, Mr. Wilson. Er hat sie auf dem Gewissen. Ich bin ganz sicher. Wir haben uns der Sache angenommen, Janie. Mr. Wilson hat leider ein unanfechtbares Alibi. Ein was? Er war woanders. Er kann es nicht getan haben. Ich weiß nichts von solchen Dingen. Ich weiß nur, ob jemand ein guter oder ein schlechter Mensch ist. Das fühle ich. Und Mr. Wilson ist ein schlechter Mensch. Beruhigen Sie sich, Miss Janie. Wie lange waren Sie in Lady Agathas Diensten? 6 Monate, Sir. Gibt es noch andere Angestellte außer Ihnen und Mrs. Hudson? Nur noch Mr. Arendt, den Gutsverwalter. Aber er wohnt nicht hier im Haus. Er hat ein Cottage in Itzterdam. Er hat bestimmt nichts damit zu tun. Sie kamen also am Samstag vom Besuch bei Ihrer Freundin zurück. Wann haben Sie den Einbruch bemerkt? Welchen Einbruch? Ja, wovon sprechen Sie, Professor? Von den Blüten dieser Orchidee natürlich, die leider offenbar infolge eines Schwalls kalter Nachtluft verwelkt und abgefallen sind. Ein Schwall kalter Luft, der durch diese Terrassentür eingedrungen sein muss. Und wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass diese Scheibe eingeschlagen wurde, diese kleine hier, direkt neben dem Riegel. Jemand hat danach wieder eine intakte Scheibe eingesetzt. Der Kitt ist neuer und von anderer Farbe als bei den anderen. Die Scherben hat er aufgesammelt und mitgenommen. Das sehe ich zum ersten Mal, Mr. Duse. Das würde erklären, wie sich der Mörder Zugang verschafft hat. Vielleicht hat er sich hinter dem Vorhang versteckt, um der ahnungslosen Lady Agatha aufzulauern. Also Sie glauben auch, dass hier jemand das angetan hat? Für mich steht jetzt fest, dass es Mord war, Janie. Und es scheint mir mehr hinter diesem Mord zu stecken, als wir bisher erkennen können. Wie kommen Sie darauf, Professor? Hier sind Spuren am Schreibtisch. Kratzspuren. Jemand hat den Schreibtisch aufgebrochen und etwas gesucht. Ich frage mich, ob er es gefunden hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht der Herr. Wer an mich glaubt, der wird leben, wenn er auch stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Kennen Sie die Trauergäste, Janie? Die meisten sind aus Itzterdam und einige ihrer früheren Pächter. Milady hatte keine Familie mehr. Da, Mr. Wilson. Oh, komm so spät zur Beerdigung der eigenen Frau. Ja, er hat uns gesehen, er nickt uns zu. Dann nicken wir freundlich zurück, Hedge. Wir haben keinen Grund, ihn für einen Mörder zu halten. Natürlich, Professor. Welcher ist Mr. Arendt, Janie, der Gutsverwalter? Ist er auch hier? Ja, Mr. Duse. Der nette junge Mann da rechts neben den Liamores. Mit dem Bowler in der Hand. Edward hat bestimmt nichts damit zu tun. Er könnte keiner Fliege etwas antun. Sie kennen ihn wohl recht gut. Nein, ich... Er ist immer sehr zuvorkommend und wohlerzogen. Außerdem ist er der Sohn des Pfarrers. Die Zeremonie ist zu Ende. Soll Mr. Hedge Sie nach Hause bringen, Janie? Oh, gern. Nein, vielen Dank. Ich fahre mit Mrs. Hudson zurück. Mit unserem Einspänner. Auf Wiedersehen, meine Herren. Nochmal, vielen Dank für alles. Auf Wiedersehen. Ja, bis bald. Etwas scheint uns die gute Janie doch zu verschweigen, Hedge. Haben Sie nicht auch Ihre offenkundigen Sympathien bemerkt, als es um den jungen Gutsverwalter ging? Naja, Janie ist eben sehr unbedarft und vertrauensselig. Naja, und wenn ich mich nicht irre, haben die beiden eben beim Verlassen des Friedhofs ein fast unmerkliches Nicken ausgetauscht, das mir weniger eine Begrüßung als ein geheimes Signal zu sein und eine schweigende Übereinkunft anzudeuten scheint. Was? Sie meinen Janie und dieser Lackaffe? Ich hielte es für ratsam, ihn trotz Miss Janies Beteuerungen in etwas näheren Augenschein zu nehmen.
Wie wäre es, Sie, wie sagt man, heften sich unauffällig an seine Fersen, Hedge? In Ordnung. Und was machen Sie, Professor? Der Zielstrebigkeit nachzuurteilen, mit der Mr. Wilson gerade auf uns zueilt, scheint er mich dringend sprechen zu wollen. Sie hier zu sehen, ist wirklich eine Überraschung, Professor. Ich hoffe, keine allzu unangenehme. Keineswegs. Ich kann mir schon denken, was Sie hier zu finden hoffen. Eine Spur in einem Mordfall, nicht wahr? Einem Mordfall, der keiner ist, wenn Sie mir dies erlauben. Zumindest nicht nach offizieller Einschätzung. Ja, ich habe schon gehört, dass Sie auch schon die Polizei in Newtown aufgesucht und Erkundigungen eingezogen haben. Ich kann Ihnen nur noch einmal sagen, dass Sie nur Ihre Zeit mit diesen sinnlosen Nachforschungen vergeuden. Ach, ich empfinde die Entschlüsselung eines Rätsels als durchaus anregenden, inspirierenden, ja meist auch lehrreichen Zeitvertreib. So sinnlos er anderen oft erscheinen mag. Aber hier gibt es doch gar kein Rätsel. Meine Frau hat sich das Leben genommen, weil man eine schwere Krankheit bei ihr festgestellt hatte und sie sich das Siechtum ersparen wollte. Ein entsprechender Abschiedsbrief wurde in ihren Papieren gefunden. Ach ja, der mit den kühn geschwungenen Konsonanten. Ähnliche Konsonanten weist auch ihre eigene Schrift auf, Mr. Wilson. Wie ich anhand der Nachricht feststellen konnte, die sie mir ins Hotel in Newtown geschickt haben. Sie verdächtigen doch nicht immer noch mich, meine Frau umgebracht zu haben. Sie haben, dies ist es durchaus wert, wiederholt zu werden, einen unanfechtbaren Nachweis erbringen können, sich zum Zeitpunkt ihres Todes an einem anderen Ort aufgehalten zu haben. Und ich habe kein Motiv. Das Vermögen meiner Frau war aufgezehrt. Ich erbe nur Schulden. Es gab zwar eine kleine Lebensversicherung, aber die wird bei Selbstmord nicht ausbezahlt. Das können Sie gerne alles nachprüfen. Sie sind sich sehr sicher, Mr. Wilson, was mich, wie Sie zweifellos erwartet haben, durchaus beeindruckt. Aber eine Frage habe ich noch. Bitte? Sie sagten, Ihre Frau hatte einen Liebhaber. Nun, sie hat mir bei einem Streit an den Kopf geworfen, dass sie längst einen anderen habe, der ihr alles geben könne, was ich sie vermissen ließe. Wärme, Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit. Aber um Ihrer nächsten Frage zuvorzukommen, nein, ich weiß nicht, wer der Mann ist. Ich kann nicht umhin zuzugeben, dass ich die reizende Janie sofort ins Herz geschlossen hatte. Und der erste Eindruck, den Mr. Edward Arendt auf mich machte, war keineswegs vorteilhaft. Ich konnte meine spontane Abneigung gegen ihn zunächst nicht begründen. Es war vielmehr ein ungutes Gefühl, das sich alsbald zu bestätigen schien, als ich ihm ins Hangman's Inn folgte, wo ich ihn bei einer Auseinandersetzung mit einem bulligen, rotgesichtigen Gentleman wiederfand. Noch zwei Tage, Arendt. Montagmorgen mit Zins und Zinseszins. Geht klar. Und bis dahin will ich Ihr hässliches Gesicht nicht mehr sehen. Also raus hier! Seien Sie sich bloß nicht zu sicher. Aus dem Weg. Hey, passen Sie doch auf. Hallo, Mr. Liamore. Mina von Hodge. Möchten Sie ein frisches Haggis zum Lunch? Frischen Schafmagen nach schottischem Rezept? Meine Frau stammt aus Glasgow, müssen Sie wissen. Oder Kalbshirn? Wir haben auch frisches Kalbshirn. Nein, vielen Dank, Mr. Liamore. Wer war denn der ungehobelte Klotz, der da eben rausgestürmt ist? Oh, das war Gloomish Fitzroy. Ein übler Zinswucherer, aber ein guter Stammgast. Ich staune jedes Mal, wie viele Pints er in sich hineinschütten kann. Also ein Geldverleiher? Ja, er ist wohl öfter geschäftlich hier in letzter Zeit. Da hinten sitzt einer seiner Kunden. Der verträgt leider gar nichts. Wirt, noch ein Brandy. Er weiß es nur nicht. Aber das ist Mr. Arendt, der Pfarrerssohn. Edward Arendt, richtig. Wenn Sie mich fragen, der arme Pfarrer ist mit diesem charakterschwachen Bürschlein wirklich geschlagen. Er muss sich Geld leihen? Von einem Zinswucherer? Ich halte nichts von Dorfklatsch, mein Herr. Natürlich nicht. Aber er hat wohl einen hohen Geldbedarf, hört man. Er trinkt, raucht Zigaretten. Zigaretten? Mein Gott. Und es heißt, er spielt. Pferdewetten und dergleichen. Ach, was die Frauen nur an ihm finden. Erst die Lady, angeblich. Und jetzt, na, was geht's mich an? Wirt, wo bleibt der Brandy? Komm her schon. Moment, Sie sagten Lady Agatha und dieser Arendt? Kaum zu glauben, nicht wahr? Sie hatte ihn wohl ins Herz geschlossen.
Aber es stimmt, dass sie ihm großzügig mit Geld ausgeholfen hat. Sie hat auch einmal seine Schulden bei mir bezahlen lassen. Durch Janie. Und jetzt hat er auch der Kleinen den Kopf verdreht. Was? Sie meinen Janie? Sie hat Emma gegenüber angedeutet, dass sie bald heiraten will. Was die Frauen nur an diesem Bürschlein finden. Großer Gott! Aha, eine interessante, wenn auch wenig hilfreiche Entwicklung der Ereignisse. Diesen Popanz will sie heiraten? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Nur keine Eifersucht, geschätzter Hedge. Ach, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich bin nur besorgt um Miss Janie, das ist alles. Mein lieber Hedge, ich denke, es ist durchaus niemandem entgangen, dass sich ihre Mundwinkel in Miss Janies Gegenwart immer in einer Weise den Ohren annähern, die weniger freundliche Sympathie als vielmehr akuten, weitgehenden Verlust höherer geistiger Fähigkeiten implizieren lässt. Was? Ich grinse blöd? Das ist doch Unsinn. In jedem Fall hat die junge Dame großen Eindruck auf Sie gemacht. Aber ich möchte Sie warnen, Hedge. Wir ermitteln in einem Mordfall und sich emotionalem Überschwang hinzugeben, trübt meist den Blick auf die wesentlichen Zusammenhänge. Was war das? Mein Magen. Tut mir leid, Professor. Ich habe seit Tagen kaum etwas gegessen. Warum denn nicht? Hier gibt es doch Nahrung im Überfluss. Ja, aber ich bekomme nichts davon runter. Dieses walisische Essen. Ach, wie machen Sie das bloß? Nun, ich räume der menschlichen Nahrungsaufnahme nicht denselben Stellenwert in meiner Aufmerksamkeit ein wie Sie. Und B? Und B habe ich des Öfteren ein Huhn in diesem Zimmer zu Gast. Was? Das sich trotz mehrfacher handgreiflicher Entfernung in meinem Bett sehr wohl zu fühlen scheint. Und dabei jedes Mal einige Mitbringsel hinterlässt. Oh, möchten Sie auch ein Ei, Hedge? Ich koche sie hier auf dem Ofen. Brot und Salz finden Sie dort auf der Anrichte. Oh, großartig, danke. Guten Appetit. Ja. Sie haben offenbar das bessere Zimmer erwischt, Professor. In meinem verkehren nur Mäuse. Mhm. Das meine hat auch die interessantere Aussicht, wie Sie feststellen werden, wenn Sie den Blick in Richtung Fenster wenden. Ach, oh, ja, man kann die Kirche sehen und, Moment mal, das ist doch Miss Janie. Ja, sie hat die Kirche vor 10 Minuten betreten, offenbar um sich heimlich mit jemandem zu treffen. Ach, uns hat sie doch gesagt, dass sie nach Fairfax Abbey zurückfährt. Mhm. Die junge Dame steckt voller Überraschungen. Miss Janie, so ein Zufall. Mr. Duse, Mr. Van Hutch, was machen Sie denn hier? Wir sind auf dem Weg nach Drenewit. Mr. Wilson hat uns für heute Nachmittag eingeladen, den Proben für sein neues Stück beizuwohnen. Oh. Aber um Ihre Frage zurückzugeben, was machen Sie denn hier, Janie? Sie wollten doch mit Mrs. Hudson nach Fairfax Abbey zurückfahren. Ich war noch in der Kirche. Ah, ja. Ein wunderbares Exempel frühgotischer Baukunst aus der Zeit, als England und Wales noch katholisch waren. Itzterdam muss eine sehr alte Siedlung sein. Darüber weiß ich leider nichts. Ich bin nicht von hier. Ich wollte nur noch einmal für Lady Agatha beten. Da waren Sie sicher für sich. Die Kirche wird um diese Zeit wohl wenig frequentiert sein, zumal der Gottesdienst für Lady Agatha heute Morgen stattfand. Ich muss jetzt wirklich zurück. Nein, warten Sie. Bitte steigen Sie doch ein. Fairfax Abbey liegt auf unserem Weg. Nicht wahr, Hedge? Natürlich, Professor. Sie haben sich mit Edward Arendt getroffen, habe ich recht? Was? Woher wissen Sie? Ich habe doch niemandem erzählt. Mhm. Und er war betrunken, richtig? Er trinkt manchmal ein Glas zu viel, aber er hat doch große Sorgen. Aha, Geldsorgen? Er hat Schulden bei einem Zinswucherer, den er bis Montag ausbezahlen muss. Sie haben ihn wohl gern, Janie. Hat er Ihnen die Ehe versprochen? Bitte, Mr. Duse, ich... Haben Sie ihm Geld gegeben? Haben Sie ihm Ihre Ersparnisse gegeben, damit er den Wucherer bezahlen kann? Wie konnten Sie nur... Er hat versprochen, dass es das letzte Mal ist. Wie viel war es, Janie? 200 Pfund. Oh, diese Halunke! Wenn das wahr ist, was Sie vermuten, Lord Montagu,
haben wir es mit einem kriminellen Genie zu tun. Einem Meistermanipulator, der aus dem Hintergrund die Fäden zieht, wie ein Puppenspieler. Und ein Netz webt wie eine Spinne. Jawohl, Inspektor. Und wir haben nicht den geringsten Hinweis auf seine Identität. Noch nicht. Aber das Duell hat erst begonnen. Und ich verspreche Ihnen, es wird noch einiges geschehen. Danke, meine Herren. Wunderbar. Wir machen nach dem Lunch weiter. Ich hoffe, Sie langweilen sich nicht, Professor. Mr. Hatch? Im Gegenteil. Wir finden das sehr interessant. Es heißt, die Spinne im Netz. Sehr passend. Wir haben bald Premiere. Die ersten Vorstellungen sind jetzt schon ausverkauft. Glückwunsch. Auch von meiner Seite. Ihre Kriminaldramen erfreuen sich zweifellos großer Beliebtheit. In der Tat. Und sie sind auch finanziell sehr erfolgreich. Meine Stücke werden sogar auf Bühnen in Cardiff und Liverpool gespielt, vor ausverkauftem Haus. Und die ersten Anfragen aus London liegen bereits auf meinem Schreibtisch. Es war bestimmt nicht leicht, so hoch in der Publikumsgunst zu steigen. Nein, das war es nicht. Und ich bin stolz darauf, all dies erreicht zu haben, Professor. Ich stamme aus eher armen Verhältnissen, in denen es nicht immer leicht zuging. Aber ich will Sie nicht mit meiner Lebensgeschichte langweilen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Professor. Ich habe Ihnen letztes Mal nicht die volle Wahrheit gesagt, als ich sagte, ich wüsste nichts Näheres über den Liebhaber meiner Frau. Ich wollte nur die Diskretion wahren. Aber in Wahrheit ist Ihnen seine Identität bekannt. Nun, soweit ich gehört habe, hatte sie wohl große Zuneigung zu Edward Arendt entwickelt, dem Verwalter, obwohl sie deutlich älter war als er. Bestimmt hat man Ihnen Ähnliches auch bereits zugetragen. Naja, also wir... Wir hören zum ersten Mal davon. Bitte erzählen Sie uns mehr. Meine Frau hatte keine schwere Krankheit, Professor. Auch dies habe ich nur erfunden, um ihren guten Ruf zu schützen. Ich selbst habe diesen Abschiedsbrief geschrieben. Das war mir sofort klar. Es ist wohl eher so, dass sie sich das Leben aus Gram genommen hat. Aus enttäuschter Zuneigung und Aufopferung. Sie wollen damit andeuten, Edward Arendt habe die Zuneigung ihrer Frau, die sich vor allem auch in regelmäßiger finanzieller Zuwendung äußerte, nicht aufrichtig erwidert, sondern diese vielmehr zu seinem Vorteil genutzt. Und als ihr dies bewusst wurde, verlor sie ihren Lebensmut. Mit anderen Worten, er hat sie in den Selbstmord getrieben. Das vermute ich, Mr. Hatch. Womit er sie tatsächlich ebenso auf dem Gewissen hat, als hätte er sie eigenhändig erwürgt. Oh, dieser Schuft! Mäßigen Sie sich, mein lieber Hatch. Nachweisen kann man ihm leider nichts. Und so wird er damit fortfahren können, unschuldige Frauen ins Verderben zu treiben. Inzwischen hat er offenbar dieses Dienstmädchen an der Angel. Janie. Und er wird sie ebenso wegwerfen wie all seine anderen Opfer, wenn er ihrer überdrüssig wird. Vielleicht sogar mit einem Kind unter dem Herzen. Wussten Sie, dass er eine Geliebte in Shrewsbury hat? Eine verlotterte Bardame namens Tara King, die ihn ebenfalls aushält. Ich war schockiert von der Möglichkeit, dass der armen Janie ein solch schreckliches Schicksal bevorstehen sollte. Und dem Professor entging durchaus nicht, dass ich während der gesamten Rückfahrt sehr nachdenklich blieb. Eines müssen Sie mir versprechen, Professor. Und das wäre? Die Sache mit dieser Bardame in Shrewsbury. Die arme Janie darf davon nichts erfahren. Es würde ihr das Herz brechen. Sie können sich auf meine Diskretion verlassen, Edge. Der Zorn auf diesen charakterlosen Edward Arendt nagte an mir. Und nicht genug damit erwartete uns bei unserer Rückkehr ins Hangman's Inn eine unangenehme Überraschung. Die Holländer auch. Heute bekommt jeder etwas ab. Ihr scheint heute Abend besonders gute Laune zu herrschen, Mr. Learmore. Es ist Mr. Arendt, mein Herr. Er hat eine Lokalrunde ausgegeben. Was darf ich Ihnen einschenken? Nein, danke. Wir verzichten. Aber nein, im Gegenteil. Wir nehmen 2 große Tassen heiße Milch. Ist das Ihr Ernst, Professor? Sich einladen lassen von diesem... Diesem offenbar erfolgreichen jungen Mann, der einen guten Tag erlebt haben muss. Darf man fragen, was genau der Anlass der sich hier abspielenden Verlustigung ist, Mr. Arendt? Ich habe beim Rennen gewonnen. 200 Pfund. Los, Leute! Heute feiern wir! Der lügt doch! Das Geld hat er von der armen Janie bekommen. Ganz ruhig, Hatch. Ich könnte ihn... Ihre Milch, mein Herr. Auf Ihr Wohl, junger Mann. Cheerio. Wirt, noch ein Brandy. Sie haben doch genug für heute, Mr. Arendt.
Was wird Ihr armer Vater, der Pastor, dazu sagen? Wenn's nach meinem Vater gegangen wäre, wäre ich heute Dorfschullehrer oder abends mit abgewetzten Ärmeln Schulhefte korrigieren. Das höre ich mir nicht mehr länger an. Dem werde ich jetzt... Trinken Sie Ihre Milch aus, Hedge. So ist es recht. Die ganze Tasse. Brav, brav. Doch, dieser Strolch. Taugenichts. Es fällt mir im Nachhinein schwer, mich daran zu erinnern, was genau in mir vorging. Mein gesunder Menschenverstand schien hinweggespült worden zu sein in einer Woge von Zorn, als ich mir ausmalte, wie dieser junge Schnösel gerade die Ersparnisse der armen Janie verprasste, die sie ihm in unschuldiger Zuneigung anvertraut hatte. Und ich hatte den Entschluss gefasst, ihn damit nicht davonkommen zu lassen. Aber plötzlich übermannte mich eine bleierne Müdigkeit. Was haben Sie, Hedge? Ich weiß es nicht. Kommen Sie. Ich bringe Sie zu Bett. Ich fiel wie ein Stein ins Bett. Und als ich am nächsten Morgen mit Schmerzen im Kopf zum Frühstück in die Gaststube hinunterging, sah mir Professor Van Dusen schon erwartungsvoll entgegen. Ah, mein lieber Hedge, ich freue mich, Sie auferstanden zu sehen. Ich war so frei, Ihnen eine große Portion Rührei mit Speck zum Frühstück zu bestellen. Sie benötigen heute eine ordentliche Proteinzufuhr. Mrs. Learmore, bitte. Kommt schon, mein Herr. Mrs. Learmore, sagten Sie nicht, Sie waren auch einmal bei Lady Agatha angestellt? Ja, mein Herr, als Küchenhilfe, bevor sie so viele Angestellte entlassen musste. Aber sie hat mir ein gutes und schönes Zeugnis ausgeschrieben. Hier, Ihre Rühreier, mein Herr von Hutch. Danke. Ich kann mich gar nicht genau daran erinnern, was gestern Abend passiert ist. Ich konnte plötzlich kaum noch die Augen offen halten. Ja, was auf die zuverlässige Wirkung des Quäntchens Brom zurückzuführen ist, das ich in Ihre Milch geschüttet habe. Also, ich konnte doch nicht zulassen, dass Sie auf Mr. Arendt losgehen und ihn verprügeln. Tut mir leid, ich habe wohl auf einmal rot gesehen. Belasten Sie Ihr Gemüt nicht mehr damit, braver Hedge. Es gibt Arbeit für uns. Ach. Vor etwa 23 Minuten war ein Bauernjunge hier, der uns eine Nachricht von Miss Janie überbracht hat. Von Janie? Was ist passiert? Offenbar hat heute Nacht auf Fairfax Abbey erneut jemand versucht, sich Zugang zu den Räumen der Verstorbenen zu verschaffen. Aber Miss Janie wurde rechtzeitig wach, um den Eindringling zu entdecken, bevor er das Haus betreten konnte. Um Himmels Willen, hier ist doch nichts passiert. Miss Janies lautstarke stimmliche Reaktion scheint den Unbekannten dazu bewogen zu haben, sein Vorhaben abzubrechen und sich mit beträchtlich erhöhtem Schritttempo vom Ort des Geschehens zu entfernen. Ich bin zu Tode erschrocken, als ich die Gestalt auf der Terrasse sah. Ich habe sofort laut geschrien. Sie waren ganz allein im Haus? Mrs. Hudson ist zu ihrer Schwester nach Llanfilly gefahren. Mr. Wilson hat angekündigt, dass er den Haushalt schon bald auflösen und das Haus verkaufen will. Ich wollte eigentlich auch meine Mutter besuchen, aber ich war zu erschöpft dazu und habe mich entschlossen, erst heute zu ihr zu fahren. Das heißt, eigentlich wäre das Haus in dieser Nacht völlig menschenleer gewesen. Wem haben Sie von Ihren Reiseplänen erzählt? Ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, Mr. Duse. Wie sah der Einbrecher aus? Können Sie ihn beschreiben? Es war dunkel und ich war so erschrocken. War er groß, klein, dick, schlank, jung, alt? Hat er Sie an jemanden erinnert? Wenn Sie mich so fragen, er sah ein bisschen aus wie... Aber nein, das kann nicht sein. Wie wer? Mr. Arendt? Oh, dieser Ganove. Er sah ein bisschen aus wie Edward. Aber das ist doch ausgeschlossen, Mr. Duse. Natürlich. Mein lieber Hedge, es scheint, als sei der Mörder an den Ort seiner Tat zurückgekehrt, um etwas in seinen Besitz zu bringen, das ihn mit mehr als nur einem Verbrechen in Verbindung bringen dürfte. Ja, aber was kann das sein, Professor? Und wo ist das versteckt? Mit der Klärung der zweiten Frage wird sich die erste von selbst beantworten. Wir suchten noch einmal das Zimmer auf, in dem Lady Agatha den Tod gefunden hatte. Tatsächlich schien dort noch alles unverändert. Janie, gibt es einen Ort hier, der sich vielleicht dem ersten Blick entzieht und an dem Lady Agatha Dinge zu verstauen pflegte, die ihr a. wichtig waren und b. nicht in die Hände Dritter fallen sollten? Das Priesterloch. Ein Priesterloch. Ich hätte es ahnen sollen. Es ist hinter der Wandtäfelung, hier nebenan im Morgenzimmer. Sogar ein alter Altar steht noch darin. Tja,
Also, ich gestehe eine gewisse Verwirrung, Professor. Oh. Man findet solche Geheimverstecke oft in alten britischen Häusern, die einstmals von katholischen Familien bewohnt wurden, welche nach der Erklärung des Kirchensupremats durch Heinrich den VIII. Ihre Gottesdienste heimlich zelebrieren mussten, mein lieber Hedge. Hm. Es waren Orte, an denen sich der anwesende Priester notfalls vor den Häschern des Königs und seines Lordkanzlers Cromwell verbergen konnte. Hier ist das. Oh, tatsächlich. Ein alter Altar. Aber diese Dokumentenmappe dort entstammt offensichtlich nicht dem Mittelalter. Das ist lustig. Sie sind schon der Zweite, der mich... Ich bin schon der Zweite, der Sie nach dem Tod der Lady danach fragt? Wollten Sie das sagen, bevor Sie sich so auffällig und verdächtig unterbrochen haben? Ich... Wer war der Erste? Es ist sicher nur ein Zufall. Es war Mr. Arendt, nicht wahr? Er wollte von Ihnen wissen, ob Lady Agatha ein Geheimversteck zu nutzen pflegte. Bitte antworten Sie mir, Janie. Edward würde so etwas nie tun. Wir wollen heiraten, Mr. Duse. Öffnen Sie die Mappe, Hedge. Natürlich. Papiere. Sieht aus wie Bankpapiere von einer Bank in Shrewsbury. Bei der Lady Agatha ihre Konten unterhielt, zweifellos. Tja, bitte zahlen Sie aus meinem Guthaben. Das sind Wechselbriefe. Ein ganzes Paket davon. Ausgestellt auf Edward Arendt und unterschrieben von Lady Agatha. Den ganzen Nachmittag verbrachte der Professor auf seinem Zimmer im Hangman's Inn, wo er die von uns gefundenen Wechselbriefe untersuchte und sie mit dem Zeugnis verglich, das Lady Agatha vor einigen Monaten unserer Wirtin Mrs. Learmore ausgestellt hatte. Mich hatte er beauftragt, ein altes Fahrrad zu kaufen, sowie einige andere technische Bauteile zu besorgen. Fester, lieber Hedge. Treten Sie in die Pedale. Ich tue mein Möglichstes, Professor. Sie haben heute Morgen ausreichend Proteine erhalten, um mittels Muskelkraft zumindest eine solche Spannung elektrischen Stroms erzeugen zu können, dass wir diese Lampe einige Minuten in Betrieb nehmen können. Ach, aber wozu brauchen Sie die? Es ist doch noch heller Tag, Professor. Richtig, wir müssen die Fenster verhängen. Dies, lieber Hedge, ist keine gewöhnliche Zimmerleuchte, sondern der Prototyp einer von einem deutschen Ingenieur entwickelten Quarzlampe, die ein besonderes, jenseits des normalen Wellenspektrums liegendes Licht erzeugt. Weitertreten. Ja, ja. Ich habe die Unterschriften auf den Wechselbriefen und dem von Lady Agatha geschriebenen Zeugnis miteinander verglichen. Sie stammen tatsächlich von derselben Person. Also in diesem Fall zweifellos von Lady Agatha selbst, die dieser an Edward Arendt auszahlbaren Wechsel also eigenhändig ausgestellt hat. Was mich nun interessiert... Aha! Was denn? Sehen Sie das, Hedge? Weitertreten! Was kann man erkennen? Die eingesetzten Summen wurden nachträglich verändert. Man sieht deutlich den Unterschied in der Tinte. Mr. Arendt erhielt die Wechsel vermutlich zum Begleichen von Rechnungen in seiner Eigenschaft als Gutsverwalter von Fairfax Abbey. Aber er erhöhte die Summen eigenmächtig. Er hat die Lady betrogen. Ich denke, es ist an der Zeit, Superintendent Foxhiller zu informieren und ihn zu bitten, nach Itsterdame zu kommen. Ich bin sicher, er wird Mr. Arendt einige Fragen stellen wollen. Dieser Gauner. Betrüger. Mörder. Sie können jetzt aufhören zu treten, Hedge. Was auch. Die Polizei traf am nächsten Morgen ein. Superintendent Foxhiller ließ sich die von uns gefundenen Wechselbriefe zeigen, um danach Edward Arendt aufzusuchen. Arendt bewohnte ein Cottage am Rande von Itsterdame und schien an diesem Morgen einen besonders tiefen Schlaf zu haben. Mr. Arendt, öffnen Sie! Hier ist die Polizei. Wir haben einige Fragen an Sie. Nicht, dass ich Ihnen das alles abkaufe, Professor Van Dusen. Aber ich möchte ungern, dass durch diese Geschichte noch weitere Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Versuchen Sie die Hintertür. Yes, Sir. Der Kerl war mir auf Anhieb unsympathisch. Damit wäre der Fall wohl gelöst, Professor. Es ist schwer, in diesem Fall Schein und Sein voneinander zu trennen, Hedge. Wenn Sie mir die Einmischung erlauben, Superintendent, würde ich Ihnen gerne vorschlagen, sich gewaltsam Zutritt zu diesem Häuschen zu verschaffen, da sein einziger Bewohner, Mr. Arendt, offenbar infolge akuten Ablebens nicht mehr in der Lage ist, uns zu öffnen. Was reden Sie da? Bitte sehen Sie hier durchs Fenster. Dort hinten sitzt er hinter seinem Schreibtisch.
Und ich glaube, ein großes Einschussloch in seinem Kopf erkennen zu können. Verflixt und aufbrechen! Edward Arendt saß an seinem Schreibtisch, der im hinteren Teil des Hauses stand. Die Augen waren weit aufgerissen. Neben ihm auf dem Boden lag der Revolver, mit dem er sich anscheinend selbst gerichtet hatte. Selbstmord. Eindeutig. Er hat sich noch ein Glas Wein eingeschenkt und sich dann selbst in die Schläfe geschossen. Wiederum, es hat zumindest den Anschein. Benachrichtigen Sie Mr. Cushing, den Bestattungsunternehmer, dass er den Toten abholen soll und dann schicken Sie die Leute hier weg. Das ist doch kein Jahrmarkt hier. Sofort, Sir. Etsch, geben Sie mir die Kerze dort, schnell. Ja, aber wozu? Natürlich, Professor. Und jetzt verwickeln Sie den Superintendent in ein Gespräch, das ihn lange genug ablenkt, um mir zu ermöglichen, in Ruhe einen Paraffinabdruck von Mr. Arendts rechter Hand herzustellen. Aber, ja, gut. Superintendent Foxhiller? Ja, bitte? Wie Sie ja wissen, ich bin Journalist. Schwitzend versuchte ich, ein Interview mit dem Superintendent zu führen, während der Professor in Seelenruhe Wachs auf die Hand des Toten strich und geduldig wartete, bis dieses getrocknet war. Gerade als Mr. Cushing, der Bestattungsunternehmer, eintraf, trat Professor Van Dusen lächelnd vor die Tür. Falls Sie uns noch benötigen, Superintendent. Damit ist nicht zu rechnen. Sind wir bis morgen im Hangman's Inn zu finden? Kommen Sie, Hedge. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Für den Moment. Wieder zog sich Professor Van Dusen auf sein Zimmer zurück, das sich inzwischen mehr und mehr in ein chemisches Labor verwandelt hatte. Akribisch untersuchte er den Wachsabdruck, den er von der Hand des toten Edward Arendt angefertigt hatte. Sehen Sie das hier, Hedge? Hä? Das ist Nitrit. Ein Restprodukt, das bei der Verbrennung von Schwarzpulver entsteht. Ach, und das hatte der Tote an der Hand? Genau. Ha. Womit bewiesen wäre, dass diese Hand tatsächlich die gefundene Waffe abgefeuert hat. Also war es eindeutig Selbstmord. Er hat sich erschossen, weil er befürchten musste, dass man ihm auf die Schliche gekommen ist. Ich sagte Ihnen schon einmal, Hedge. Es ist wichtig, bei diesem Fall Sein und Schein voneinander zu separieren. Aber das können wir auch unterwegs besprechen. Nehmen Sie Ihre Jacke, Hedge. Wir wollen doch nicht zu spät kommen. Wieso? Was? Wozu zu spät? Oh, hatte ich das gar nicht erwähnt? Nein. Heute früh kam eine weitere Einladung von Mr. Wilson zur heutigen Premiere seines neuen Stückes, Die Spinne im Netz. Er ist wirklich sehr produktiv in letzter Zeit. Oh nein. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Wilson, zu diesem phänomenalen Erfolg. Ja, auch von mir. Ich bewundere Ihre Fantasie. Besten Dank, Professor. Mr. Hedge? Und vielen Dank natürlich auch für die Aufklärung des Mordes an meiner Frau. Superintendent Foxhiller hat mich bereits über alles informiert. Eine leichte Übung, Mr. Wilson. Allerdings sind da noch einige Details, mit deren Klärung wir noch nicht ganz zufrieden sind. Dürften wir Sie gewissermaßen als Kollegen damit behelligen? Es wäre mir eine große Ehre, Professor. Was glauben Sie? Warum hat Ihre Frau Mr. Arendt nicht angezeigt, nachdem sie die von ihm begangene Unterschlagung entdeckt hatte, sondern verwahrte die gefälschten Wechsel in einem geheimen Versteck? Um ihn unter Druck zu setzen, zweifellos, damit er sie nicht wegen einer Jüngeren verlässt. Genau. Aber es gibt gar keinen Beweis dafür, dass es dieses Liebesverhältnis zwischen ihm und Lady Agatha wirklich gab. Ein seltsamer Fall, nicht wahr, Hedge? Es ist schwer zu erkennen, was wirklich Tatsache ist und was nur Mutmaßung, Lüge und Gerücht. Naja, man muss genau trennen zwischen Schein und Sein. Sehr gut, Hedge. Ja. Ich habe eine Theorie, Mr. Wilson. Pure Spekulation natürlich, denn für nichts davon gibt es auch nur den geringsten Beweis. Ich bin sehr gespannt, Professor. Nehmen wir an, es war gar nicht Lady Agatha, sondern jemand anders, der Edward Arendts Unterschlagung entdeckt hat. Der vielleicht sogar davon wusste, weil er dessen Lebensstil kannte und ihn selbst dazu ermuntert hatte. Ein bisschen abenteuerlich, oder? Vielleicht war es dieser jemand, der die Wechsel in dem Priesterloch deponiert hat, damit wir sie dort finden, nachdem er sie dazu benutzt hat, Edward Arendt zu erpressen, um ihn dazu zu zwingen, den Mord an Lady Agatha auszuführen. Nun wird es nachgerade versponnen, Professor. Aber es ist sehr spannend. Danach musste dieser jemand Arendt natürlich beseitigen. Denn er war unzuverlässig und hätte irgendwann alles verraten. Und so gab es einen zweiten Mord.
Getarnt als Selbstmord, der der Polizei als Schuldeingeständnis gilt. Ja, aber Professor, Sie haben doch selbst gesagt, da waren diese Spuren an der Hand des Toten. Ja, es gab Schmauchspuren. Ja. Wirklich faszinierend. Na, dann ist ein Mord doch ausgeschlossen, oder? Der Tote hat die Waffe selbst abgefeuert. Aaron war viel zu betrunken in dieser Nacht, um einen Einbruch in Fairfax Abbey zu begehen. Ich glaube vielmehr, der Mörder hat Aaron zu Hause aufgesucht, um noch ein Glas Wein mit ihm zu trinken und ihn dabei sehr zu dessen Überraschung plötzlich in den Kopf geschossen. Wenn dem so war, muss irgendwo in jenem Zimmer eine zweite Kugel zu finden sein. Ja, aber warum eine zweite Kugel? Aber Hedge, das versteht sich doch von selbst. Hä? Damit auf Aarons Hand Schmauchspuren gefunden werden, muss der Mörder dem Toten die Waffe in die Hand gedrückt und einen zweiten Schuss abgegeben haben. Ja. Die zweite Kugel ist vermutlich immer noch dort. Man müsste nur jeden Quadratzentimeter des Zimmers absuchen, um sie zu finden. Wirklich eine großartige Theorie, Professor. Darf ich sie in meinem nächsten Stück verwenden? Aber das haben Sie doch schon. Sie stammt aus Ihrem Roman Die Kunst des Mordes. Wunderbar. Noch im Morgengrauen derselben Nacht verschaffte sich eine schwarz gekleidete Gestalt heimlich Zugang zu Edward Aarons Cottage. Sie stieß einen großen Blumenkasten um, der hinter dem Schreibtisch stand, und begann, die verschüttete Erde zu durchwühlen. Suchen Sie das hier? Eine Karbidlampe flammte auf. Professor Van Dusen hielt mit triumphierender Miene die zweite Kugel hoch. Sehr schlau, einfach in den Blumenkasten zu schießen. Die Kugel steckte im Holzboden. Niemand hätte sie je gefunden. Geben Sie auf, Wilson. Das Spiel ist aus. Das ganze Haus ist von Polizisten umstellt. Lassen Sie mich los, Sie Idiot! Janie? Das kann doch nicht sein. Doch, lieber Hedge. Es ist Janie. Sie hat Aaron zu der Unterschlagung verleitet, ihn zum Mord an Lady Agatha erpresst und sie hat ihn erschossen. Oh nein. Sie ist kein Dienstmädchen, Hedge, sondern eine Schauspielerin. Und sie war eitel genug, uns das schon in der ersten Unterhaltung zu verraten. Welches Dienstmädchen würde Eleonora Duse kennen? Ich kann das nicht glauben. Sie sind zugerissen. Ich habe es Brian gesagt, aber er wollte nicht auf mich hören, dieser Dummkopf. Er wollte sich mit Ihnen messen. Sie sind Wilsons Geliebte. Und Sie waren schon beim Mord an seiner ersten Frau seine Komplizin, nicht wahr? Sie stammen nicht aus Wales. Sie stammen aus Glasgow. Von mir erfahren Sie nichts. Sie sind eine sehr gute Schauspielerin, Janie. Danke. Und Sie verstehen sich gut darauf, Menschen zu manipulieren. Um ein Haar hätten Sie und Mr. Wilson den armen Hedge dazu gebracht, Edward Aaron etwas anzutun. Es hätte uns viel Arbeit erspart, wenn er ihn umgebracht hätte. Ich bin erschüttert. Kommen Sie, Hedge. Wir haben hier nichts mehr verloren. Den Rest überlassen wir der örtlichen Polizei. Ja. Kommen Sie darüber hinweg, Hedge. Sie haben heute den ganzen Tag kein Wort gesprochen. Sie ist heute verurteilt worden. Tot durch den Strang. Ja. Diese billigen Gazetten hier sind voll davon. Sie müssen sie vergessen, Hedge. Sie hat Ihnen nur übel mitgespielt. Ja, vielleicht. Für die Kunst ist kein Opfer zu groß. Das soll Wilson gesagt haben. Nach diesem Bericht hier war es das Einzige, was er zu seiner Verteidigung vorgebracht hat. Ehrlich gesagt habe ich nie verstanden, warum er das getan hat, Professor. Warum hat er seine beiden Frauen umgebracht? Er hatte doch gar kein Motiv. Im Gegenteil, lieber Hedge. Was? Erinnern Sie sich nicht mehr, was uns die Köchin, Mrs. Hudson, erzählt hat? Nein. Dass er unter Schreibblockade litt. Dass er nachts stundenlang auf und ab ging, weil ihm nichts einfiel. Er brauchte es als Inspiration für seine Arbeit, einen tatsächlichen, vermeintlich perfekten Mord zu begehen. Insofern hatte Miss Janie durchaus recht. Womit recht? Als sie sagte, wer sich solche schrecklichen Dinge ausdenkt, der setzt sie auch irgendwann in die Tat um. Also ich glaube, nicht alle Autoren sind so, Professor. Es gibt auch freundliche. Wer weiß. Nun, in jedem Fall ist es, wie mir ein Gefühl der Leere unter dem Rippenbogen sagt, allmählich an der Zeit, das Lunchpaket zu öffnen, das ich uns heute Morgen im Hotel in London zurechtmachen ließ. Oh ja, gute Idee. Ich habe auch Hunger. Oha. Was? Was haben Sie?
Es sind belegte Brote. Daran ist doch nichts auszusetzen. Mit Kalbshirn und schwarzem Pudding. Oh, nun also, na dann.